Ich bin eingeteilt im Pioniermaschinenzug als S-Boot-Bediener in der Brückenübersetzgruppe und bin dann fürs Bootfahren hauptsächlich zuständig. Hallo? Sie müssen mit Ihrem Segelboot mal eine Kurve ziehen. Nicht, dass Sie hier gleich jemanden drin sitzen haben. Heute wurde durchgeführt ein Wassersprungdienst hier am Bad Zwischenahn am Meer, wo wir dann das Funktionspersonal stellen und auch die durchführende Kompanie sind für den Sprungdienst. Also wir wurden jetzt haben in den Sprung rein durchgezählt zu zweit. Dann hat der zweite Mann dem ersten den Schirm angelegt. Dabei das Vier-Augen-Prinzip dann, dass jeder darauf achtet, dass die Gurte nicht verdreht sind. Ja, und dann wurde alles angelegt. Ja, da es der erste Wassersprung ist, so schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Springer verlässt das Flugfahrzeug, Springer. Also die Einweisung am Hänger war einfach nur, dass es nochmal durchgespielt wird, was ich zu tun habe, ab wie vielen Metern, was ich zu öffnen habe am Gurtzeug. Immer wieder aufregend, muss ich sagen. Adrenalin ist immer wieder da, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ich war aufgeregt, habe alles so ein bisschen auf mich wirken lassen, die Aussicht auch noch kurz genossen. Und da musste ich auch schon anfangen zu arbeiten, dass ich nicht im Wasser dann von meinem Schirm gezogen werde, sondern das Gurtzeug dann im besten Fall nur in der Hand habe. Ja. Das wäre echt geil. Spaß gemacht. War ganz gut, auch zu merken, dass die Kameraden das auch drauf haben mit dem Rausziehen und man nicht über den Haufen gefahren wurde. Für meinen Zug ist es das Aufstellen des Pontons, diese Zwischenstelle für die Boote, wo wir die Springer dann abladen, und das Stellen der Boote und der Bediener. Weil das ein schneller Umlauf ist oder kurze Umlaufzeiten des Flugzeuges und viele Springer ausgeworfen werden, müssen wir die einmal zwischenlagern, damit die Boote zum Aufsammeln wieder rechtzeitig fertig sind, weil es doch seichtes Gewässer ist und bevor da 10 Boote hier an der schmalen Stelle anlanden können, dauert das ein bisschen. Es macht schon Spaß, wenn man da oben in der Maschine steht und dann das grüne Licht angeht und alle springen auf einmal raus, nacheinander. Das ist was Besonderes.